Ja, das ist immer so eine der ersten Sachen, die wir morgens machen. Ein Wettlauf zwischen mir und Baby. Wer geht, darf zuerst Gassi gehen? Darf ich erst einmal kurz aufs Klo oder darf Baby als Erste gehen? So, erstmal einen guten Morgen. Ich bin Corinna von dem Kanal Corinna und Robert und ich bin gerade mit dem Hund draußen. Robert schläft noch, wie ihr gerade gesehen habt. Und ich musste mich jetzt ganz schnell beeilen, weil der Hund musste dringend raus. Ich habe es gerade mal geschafft, so ein bisschen meine Kontaktlinsen reinzumachen, mir ein bisschen Wasser ins Gesicht zu machen und einen Schluck zu trinken. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Morgens immer erstmal schön ein großes Glas Wasser, am besten einen halben Liter oder so trinken. Kann ich nur jedem empfehlen. Naja, und jetzt heißt es für mich erstmal Gassi gehen. Alles dabei. Fein. Da geht noch jemand Gassi. Baby entscheidet morgens oder überhaupt beim Gassi gehen meistens immer selber, wo lang sie gehen will. Mal sehen, wo lang es gleich geht. Wir haben zwei Möglichkeiten. Okay, sie entscheidet sich für die lange Runde. Das wollen wir mal schnell loswerden. Oh, da sind schon ein paar mehr drin. Könnt ihr sie hören? So kreischen die Möwen nur in Hamburg. Na lecker. Das hätte man ja mal wegmachen können, ne? Baby, nicht da reintreten, okay? Oh nein, Baby, du wirst angegriffen. Halt! Halt! Ich habe dich gerettet. Das ist eine sehr nette Reaktion darauf. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr schon mit dabei seid, während Robert noch schläft. Und es ist total herrlich. Die Sonne kommt gerade langsam durch und die Vögel zwitschern so schön. Und ja, da ist doch eine große Runde. Gibt doch nichts Besseres. So, und ab hier, ab der Hauptstraße, hat Baby das immer eilig. Da müssen wir immer einen Zahn zulegen. Warum, weiß ich nicht. Aber hier will es immer schnell gehen. Oh je, jetzt wackel ich so, ne? Ey, ey! Oh. Oh Leute, ich krieg gerade voll Hunger. Eigentlich würde ich ja jetzt gleich als nächstes erstmal Yoga machen. Aber ich glaube, heute komme ich nicht drum herum, erstmal zu frühstücken. Halt! Halt! Straße. Okay. Gut. Leine hat sich vertüdelt. Ja, ich gehe auch in Jogginghose morgens. Immer Gassi. Eigentlich den ganzen Tag. Baby hat auch immer das Gleiche an beim Gassi gehen, oder? So ein bisschen ohne Leine laufen. So, bitteschön. Lauf, kleiner Hund, lauf. Ihr seht schon, jetzt hat sie es eilig. Habt ihr den Hahn krähen gehört? Wir sind zu Hause. Jetzt erstmal Pfötchen waschen, ne? So, ich habe mich jetzt erstmal zu Ende frisch gemacht, nachdem ich mit Baby draußen war. Und jetzt können wir Robi wecken. Ach, der ist schon wach. Guten Morgen. Naja, noch nicht so ganz wach. Da schemenhaft unter der Decke könnt ihr ihn vermuten. Gucken, ob ich noch ein besseres Bild erhaschen kann. Oh mein Gott, er hat keinen Kopf mehr. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Da ist aber noch jemand müde. Aufstehen. Die Zuschauer warten schon auf dich. So, und wenn Ruby jetzt noch wach wird und sich schön für euch macht und einen Kaffee trinkt, werde ich noch eine kleine Yoga-Einheit einlegen. Kleinen Sonnengruß am Morgen schadet nie.
Den werde ich aber jetzt ohne Kamerabegleitung machen. Einfach ein bisschen auch Zeit für mich haben, ein bisschen nochmal zur Ruhe kommen, bevor der Tag dann wirklich richtig startet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im Laufe des weiteren Tages. Wow, Robi hat schon angefangen, hier ein bisschen Obst und Gemüse zu schnippeln. Dazu wird es für ihn heute Speisequark geben und ich habe mir so ein Protein... Huch, jetzt bin ich mit dem Löffel gegen das Mikro gekommen. So ein High-Protein Pfirsich-Maracuja-Quark geholt. Und habe da jetzt noch einen Esslöffel Flohsamenschalen reingepackt für die Verdauung. Aber ich muss sagen, wenn ich die Bananen sehe, die sehen schon voll reif aus und die schmecken so kaka, so eklig. Die sind irgendwie, ja, eine Fehllieferung. Oha, jetzt gibt es noch Chiasamen mit Kokosmilch und Wasser. Ein Chia-Pudding sozusagen. Aber denk dran, Chiasamen immer gut quellen zu lassen, denn sonst könnten die sich in den kleinen Einbuchtungen im Darm festsetzen und diese verstopfen. Ist das Quark, oder? Hat uns zumindest mal einer gesagt. Was kommt in Robis Quark? Ja, ein bisschen Wasser. Ein bisschen Kokosmilch. Natürlich der Quark selber. Wenig Proteinpulver. Schokoladengeschmack heute. Jetzt kommen ein paar geschrotete Leinsamen dazu. Ja, die Chiasamen, die quellen auch mal besser auf. Das sieht auch schon richtig gut aus. Noch ein paar Dinkelflocken, aber nicht zu viel. So, jetzt kommt da ein bisschen Banane, ein bisschen Apfel rein, ein bisschen Weintraube, ein paar Himbeeren. Keine Tomaten? Nee, nicht wirklich. Und dann oben drauf ein paar Haselnüsse, so als Topping. Kakaonips. Und ein paar Chiasamen. Ups. Gut, naja, so ungefähr. Nicht schön, aber schmackhaft. Na dann, guten Appetit. Fast vergessen, noch ein paar Paranüsse. Die schmecken paranormal lecker. Ja, bei mir sind wirklich nur die Flohsamenschalen drin. Ich hatte vorher schon ein paar Nüsse vorweg genascht, weil ich schon so Hunger hatte. Aber bei mir gab es auch Walnüsse, Paranüsse und ich glaube, vielleicht mache ich gleich noch ein paar Cashewnüsse mit in den Quark. Ich wollte Pudding sagen, aber es ist ja Quark. Das sieht aber lecker aus, was wir uns da wieder gezaubert haben. Corinna hat sich noch zwei Scheiben Brot gemacht. Ja, das werde ich wahrscheinlich natürlich nicht alles aufessen, aber fast. Guten Appetit. Du hast da was am Kinn. Ich weiß, für später. So Leute, weil wir sowieso nicht so viel machen können jetzt, also draußen jedenfalls nicht außer spazieren gehen oder irgendwie einen Ausflug, kleinen Ausflug alleine, nutzen wir die Zeit, um hier ein bisschen zu renovieren. Das heißt, Arbeitsklamotten an und wir werden ein bisschen heimwerkeln. Also das mit dem Winkel haben wir wohl nicht so ganz verstanden. Das üben wir nochmal. Wir starten jetzt Versuch Nummer 2. Was hat sie? Das sieht schon mal gut aus, so rein vom Gefühl her. Oder vom Anblick her. So, jetzt noch die andere. Oh nein, ich hab den besten Moment verpasst. Yes, das sieht schon besser aus. Mal gucken, ob es auch an der Wand so gut aussieht, ne?
Oh, Ruby. Letztens haben sie bei Instagram noch gesagt, wir sollen aufpassen, im Haushalt passieren die meisten Unfälle. Und weißt du, was ich geantwortet habe? Wenn, dann passieren sie dir. Also bitte, pass auf. Ja, der Hintergrund ist, warum schneiden wir jetzt hier die Leisten? Als wir das erste Mal renoviert haben, da haben wir hier die Leisten noch nicht angebaut, weil wir noch nicht genau wussten, wie das mit der Tür kommt. Tada. Aber weil wir am Anfang eben noch nicht wussten, wie die Tür kommt, haben wir hier noch die Fußleisten weggelassen. Ja, und das holen wir jetzt nach. Ja, Ruby, drück die Wurst raus. Wow. Und die zweite Leiste. Was ist noch weiter her? Den Rest macht gleich Acryl. Und hier sind wir im frisch gestrichenen Flur. Und weil das mit den Leisten so viel Spaß gebracht hat, machen wir hier weiter. Denn eigentlich wollten wir auch hier für diesen Raum eine Tür noch einbauen, haben es dann aber gelassen. Und deswegen fehlen uns jetzt halt einfach noch die Leisten. Genau, hier in diesem Bereich, da sollte eigentlich die Tür rein. Nun wussten wir auch noch nicht, machen wir eine richtige Tür oder eine Schiebetür. Aber eigentlich gefällt uns das jetzt so offen ganz gut. Schön Licht und alles. Ja, ja. Die Fliesen, die wir auch verlegt haben, einfach einmal in der Mitte durch. Und dann haben wir hier die Leisten angeklebt. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch. Das sind jetzt also die Fliesen, die werden einmal in der Mitte durchgeschnitten, damit sie zur Fußleiste werden. Der Ruby hat schon mal angefangen, die Fliesen zu schneiden. Dann wird schon mal nachgemessen und nachkorrigiert. Und jetzt heißt es, findet die richtige Fliese. Aber das sieht ganz gut aus, oder? Ja, minimal noch höher. Was? Minimal höher. Ach, das sieht später keiner mehr. Müssen wir noch mal nachkorrigieren. Kein Hahn nach. Noch mal raus vor die Garage. Das sieht besser aus. Oh, ich wackel. Ah, guck mal da. Oh, guck mal, wir können Schattenspiele machen. Ist richtig. Okay, ja, und auch die Fliesen werden bei uns mit Silikon geklebt. Also jedenfalls so eine Kleinigkeiten, ne? Die, normalerweise werden die Fliesen natürlich mit Fliesenkleber geklebt. Egal, Hauptsache am Ende hält es, ne? Also, wie du das machst. Egal. Egal ist der Wendler. Kennt ihr den Geruch davon? Ich weiß nicht. Das erinnert mich immer so an Essig oder so. Ja, wie sagt Robi immer, zum Glück gibt es noch kein Geruchsfernsehen. Geruchs-YouTube. Noch nicht. Oh nee! Jetzt haben wir da gegen die Wand geditscht. Ja, und blöd ist natürlich, dass wir jetzt hier dann so eine Stufe haben, aber egal. Ja, hier ist damals, die Stufe ist entstanden, da ist mit dem Estrich damals, nee, Quatsch, mit der Platte schon, ist damals was schief gelaufen. Genau, und dann wurde die Tür eingebaut und ja, ja, ist nicht so schön, aber. Aber besonders, vor allen Dingen, wenn man Gäste bekommt, die man nicht mag, dann sagt man denen einfach gar nicht vor die Stufe, sondern lässt sie schön auf die Fresse fliegen. Nein, sowas würden wir nie tun, ne? Ich nicht. Aber ich bin selber schon über diese Stufe geflogen. Eigentlich ist es ja so, ich bin eigentlich der Tollpatsch. Oder ich war es früher. Auf jeden Fall in meiner Familie haben sie immer Quacksalberbruchpilot zu mir gesagt. Und ich dachte eigentlich, ich wäre immer noch recht tollpatschig. Aber dann habe ich Robert halt kennengelernt. Und ich sag ja, also wenn einem was passiert, dann Robert. Komischerweise, obwohl ich bin unachtsamer als er, aber mir passiert trotzdem weniger. Du hast einfach einen Schutzengel mehr. Aber auf jeden Fall, wir haben auch eine sehr, sehr steile Treppe hier. Und da bin ich schon
des Öfteren runtergefallen in den 10 Jahren, die ich hier lebe. Obi wohnt ja hier schon ein bisschen länger. Der ist noch nie runtergeflogen. Und jetzt haben wir so einen richtig fiesen Putz an der Wand. Wenn man jetzt runterfliegt, dann schürft man sich alles auf. Das war auch nicht gut überlegt, als wir den da angebracht haben. Und ganz zu Anfang war dann zur einen Seite dass die Treppe auch noch offen. Das heißt, wenn ich richtig blöd gefallen wäre, wäre ich nicht nur die Treppe runtergefallen, sondern also fast die halbe Etage mal eben so. Ja, und Baby ist da auch schon ganz oft runtergefallen. Das tut mir dann noch mehr leid, als wenn ich da selber runterfliege. Naja, ach. Also da, also das ist die letzte Fliese. Füll mir noch mal in die Ecke rein. Also, na, was das angeht. Unfälle ist Robert der Experte, aber Tollpatschigkeit eigentlich ich. Aber also, das wäre beinahe ein Unfall geworden. Gut, okay. Konzentrieren wir uns wieder auf die Arbeit. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Die letzte Fliese ist an der Wand. Wuhu! Yes, gib mir 5. Ja, sehr schön. Mensch, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Gute Frage. Nächste Frage. Was gibt's heute zu essen? Du hast schon wieder Hunger? Baby, ist mal wieder Zeit für den nächsten Gassigang, ne? Wollen wir Pipi machen? Ausgehen? Oh, da wird sich gestreckt und gereckt. Ich deute das mal als ja. Also, los geht's. Einmal anziehen. Na komm. Los geht's. Na los, geh. Was jetzt? Ja, ja, ich komme mit. Ich bin direkt hinter dir. Los, geh. Hier rein, wartest du auf mich? Ah, ich weiß, wo sie hin will. Wenn sie hier rumgeht, dann geht sie immer, will sie mal zur Oma Renate gehen. Dann hat sie es nämlich auch immer ganz eilig. Und weiter. Keine Pause. Schnell zu Oma Renate. Das war knapp. Na, nochmal schnell schnüffeln. Baby, riecht das da so gut? Ja, Baby weiß ganz genau, was sie will. Na, jetzt muss ich sie aber anleihen, dass sie nicht gleich ins Haus läuft. Wir bleiben ja vor der Tür momentan, ne? Für Baby. Ja? Schönes. So, ist wie ein Halloween hier. Na, Baby, schmeckt das? Kriege ich auch was ab? Lecker, lecker. So, wir wollten eigentlich schon, wir waren schon auf dem Weg nach Hause, da fiel Renate ein. Sie hat noch Rezepte für mich. Da wächst nämlich jetzt so schön Rhabarber bei Oma Renate im Garten. Und das erste Rezept ist mir misslungen. Jetzt hat sie mir extra noch eins ausgeschnitten aus ihrer Zeitschrift. Ja, und ich, das soll man ja gar nicht so richtig doll kochen, ne? Und ich hab's auch ganz vorsichtig angesetzt. Und dann im letzten Moment ist mir das doch richtig aufgekocht. Dann lag's ja vielleicht gar nicht an mir. Nee, da muss man ganz doll aufpassen. Dann bin ich ja beruhigt, dass selbst Oma Renate das passiert. Jetzt brauche ich dann nur noch Rhabarber. Ja. Bei Gelegenheit. Sollst du was mitnehmen gleich? Jetzt? Heute nicht. Ist da dann jetzt was? Na, ist ja immer was. Immer, sagt sie. Morgen. Morgen kommen wir ja sowieso noch mal vorbei, dann machen wir das dann, ne? Na gut. Ja. Dann guck dir das an. Genau, wir wollen das jetzt noch schnell abfotografieren. Und dann geht's nach Hause. Oh, Baby sucht, ob da noch was zu kriegen ist, ne? Hast schon alles aufgegessen? Thank you.
Baby, schau mal, lauter Pusteblumen. Puste doch mal und wünsch dir was. Pappsatt? Pappsatt hat Baby jetzt nämlich nur noch ein Ziel. Ab nach Hause, weiter schlafen. Na komm, zu Hause gibt es nämlich auch immer noch was Schönes. Aber erst müssen wir jetzt Pfötchen waschen. Baby, komm. Und warte. Schön warten. Pfötchen waschen. Ja, du. Ziehen, ausziehen, jetzt geht's in die Badewanne. Pfötchen müssen sauber gemacht werden, ne? So, das übernimmt Robi jetzt mal, weil da hält sie besser still als bei mir. Einmal anfeuchten erstmal die Pfötchen. So. Machen wir erstmal aus. Und jetzt schön mit Hundeshampoo. Sieht aus, als ob du so das Bein so um 360 Grad drehst. Wir waschen uns ja auch die Hände, ne? Wenn wir draußen waren. Wir würden ja auch nicht barfuß draußen rumlaufen und dann durchs Haus. Man respekt das Shampoo, Baby. Oder wolltest du Danke sagen, dass er dir die Pfötchen wäscht? Fein machst du das, Baby. Und Baby ist nämlich schon so gewieft, die hilft immer mit. Wartet. Ach, jetzt hat man es leider nicht gesehen. Aber oft steht sie dann in der... einmal ausspringen. Steht sie in der Badewanne und springt dann schon hoch, damit man sie dann auf halber Strecke auffängt. Also sie kommt einem halt schon entgegen. Und manches Mal verschätzen wir uns dann gegenseitig. Und sie springt zu hoch und ich greife zu tief und dann fällt sie wieder in die Wanne. So, jetzt gibt's erstmal was Schönes. Eine Belohnung, weil Baby so gut kooperiert hat. Die möchtest du jetzt haben, ne? Gar nicht so einfach mit einer Hand. So, Achtung. Oh, 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 nee, das waren ein bisschen viele. Wer ist schneller, ne, Baby? Wie ein Staubsauger. So, die darfst du jetzt noch essen. Manuel, da sahnst du ja richtig ab, Baby, ne? Weil Heimwerken und den Hund waschen anstrengend ist, gibt es jetzt erstmal den Rest vom Frühstück und ein paar Datteln. Und wer kommt da? Wer will auch was haben? Sitz. Baby, sitz. Gib Pfötchen. Anderes Pfötchen. Gib fünf. Ja, und jetzt? Wo ist die Belohnung? Wann haben wir das vereinbart? Dattel, ne? Dattel? Kuddel, Dattel, du. Das sind die besten Datteln. Mit Jul-Datteln. Ja, die isst sogar Baby gerne. Alles für den Dackel. Aber die kleben immer so an ihren Zähnen. Guck sie gleich so. Wo ist das denn? So, mittags gibt es auch immer für Baby noch mal einen Happen. Da haben wir jetzt Thunfisch, Reis, Karotte, Erbsen und... Habe ich jetzt Mais gesagt? Und Karotten? Da sitzt schon jemand auf der Lauer. Da brauche ich auch nicht lange bitten. Guten Appetit. Und jetzt ist ein bisschen Chillen und Pause angesagt. Wir sind nämlich nicht den ganzen Tag immer nur auf den Beinen. Mach mal Pause. So, noch mit kleiner Unterstützung von der Wand. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Oh,
mir auch warm geworden. Jetzt kann erstmal die Jacke ausgezogen werden. Ab jetzt geht's auch drinnen weiter. So, und während Robi sich hier drinnen austobt und schwitzt, werde ich jetzt rausgehen und mich austoben. Ich schwitze schon ein bisschen. Mm. Ich schwitze sogar schon richtig. Das duftet. So, also während Robi sich jetzt hier weiter austobt, werde ich mich jetzt draußen austoben und werde eine Runde laufen gehen. Dann kann er hier gerne seine Männermucke hören in voller Lautstärke. Ich höre meine Musik in voller Lautstärke. Ich weiß noch nicht, was ich heute hören werde. Mal gucken. Stell dich scharf! Mensch, stell dich scharf! Ich brauche Luft. Du hast ein bisschen einen roten Kopf. Ja, so ist es bei mir halt einfach so. Du siehst aus wie eine Tomate. Rui, ich brauche Luft. Und hier riecht es nach Essen und Mann und ich brauche Sauerstoff. Da freut Baby sich aber, dass Frauchen wieder da ist, ne? Ja. Luft! Corona muss ich jetzt erstmal dehnen. Lecker Schweiß. Ah, Baby verwertet die Mineralstoffe. Ist das lecker Schweiß? Oh. Frisch geduscht. Ja, jetzt nach dem Sport und es wird langsam Abend. Gibt's nochmal Happa Happa. Ganz schnell, ganz einfach. Ja, das mussten wir nur im Backofen schieben. Es gibt Fisch. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 2 hat ein bisschen zu viel Hitze abbekommen. Und Salat gibt's auch noch dazu. Einen leckeren bunten Salat hat Corinna da gezaubert. Und Röstzwiebeln dürfen auch nicht fehlen. Zum Nachtisch dann vielleicht noch ein paar Datteln. Eine extra Portion Eiweiß. Und Schokolade. Tja, da gibt's nur noch eins zu sagen. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, Leute, das war recht schmackhaft. Wir haben schon alles aufgegessen. Und jetzt haben wir schon... Passt. Naja, jetzt gibt es noch ein Stück Schokolade. Und wir haben schon zur Hälfte eine ganz interessante Dokumentation geguckt. 6 Paar Schuhe, falls ihr die vielleicht kennt. Eine sehr sympathische Familie. Mhm. Falls ihr die noch nicht kennt, dann guckt auf jeden Fall mal bei deren ihren YouTube-Kanal vorbei. Oder bei Instagram. 6 Paar Schuhe, also wirklich. Ganz tolle Menschen. Also ich bewundere diese Frau... So viel Power, auch nach dem, was sie durchgemacht hat. So ein bisschen so ein kleines, ganz kleines Vorbild. Das war unser Alltagsvlog. Wir haben euch heute den ganzen Tag mitgenommen. Mal ein etwas anderes Video von uns. Was sah denn da aus? Und wenn ihr uns jetzt durch Zufall erst entdeckt habt, dann guckt doch mal auf unseren Kanal vorbei, was wir sonst noch so an Abenteuern erleben. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Vergesst nicht den Daumen nach oben. Und bis dann.